Ein Finanzkongress. Banker und Experten sind hier zusammengekommen, um über die Zukunft des islamischen Finanzwesens zu diskutieren. Islamische Geldanleger wollen Gewinne mit religiöser Moral verbinden. Der Vorstand der Abu Dhabi Islamic Bank ist stolz. Sein Finanzinstitut war die erste islamische Bank in der Region. Religiös kontrolliertes Geldanlegen gibt es in der islamischen Welt erst seit wenigen Jahren. Dubais dubioser Boom entstand noch ganz nach den wilden Spielregeln des internationalen Kapitals. Was sind die Hauptunterschiede zwischen westlichem und islamischem Geldwesen? Der Hauptunterschied ist, im traditionellen Bankensystem macht man Geld mit Geld, das einem gar nicht gehört. Das führt zu einer exzessiven Risikobereitschaft. Und das führt zu Spekulationen und zu der Finanzkrise, die wir kürzlich gesehen haben. Unser kapitalistisches Modell ist dabei fast implodiert. Wir hatten da Kreditausfälle von 54 Billionen Dollar. Das ist mehr als alle Länder der Welt im Jahr erwirtschaften. Beim islamischen Geldwesen gibt es dagegen immer eine Partnerschaft. Man ist entweder Mitbesitzer oder Treuhänder des Geldes. Der heutige Kapitalismus steht vor einer Herausforderung. Man kann ihn verbessern, wenn man die Prinzipien des islamischen Geldwesens einführen würde. Und das zum Wohl der Menschheit. Erstaunlich. Ein Top-Banker will die Grundregeln des Kapitalismus verbessern. Oder will er nur mehr Kunden gewinnen? Auf dem Podium tauschen Geldmanager aus aller Welt ihre Erfahrungen aus. Als erstes in Europa hat das Finanzzentrum London die Notwendigkeit erkannt, auch für die Millionen Moslems Bankgeschäfte anzubieten. In Großbritannien gibt es schon zwei rein islamische Banken, die den Regeln des Korans gehorchen. Als islamischer Geldexperte muss sich der Brite Omar Sheikh in zwei Fachgebieten gleichermaßen auskennen. In Finanzgeschäften wie im Koran. Eine der drei größten Sünden, die der Koran beschreibt, ist Riba. Das sind die Zinsen. An einer Stelle im Koran sagt der Prophet Mohammed, das Erheben von Zinsen ist genauso schlimm, wie mit seiner Mutter Unzucht zu treiben. Zinsen sind also ein Verbrechen. Schon heute führen die Länder der dritten Welt einen verzweifelten Kampf gegen ihre Schulden. Viele können nicht mal die Zinsen ihrer Schulden zahlen, ganz zu schweigen von dem Schuldenberg, der durch die Kreditzinsen immer mehr anwächst. Der Koran verbietet, Zinsen zu erheben oder zu zahlen. Sparbücher, Kredite oder Hypotheken, alles verboten. Ebenso der Kauf von Aktien in Unternehmen, die mit Alkohol, Tabak, Pornografie, Waffen oder dem Glücksspiel ihr Geld machen. Und erlaubt sind auch nur Geldinvestitionen in Firmen, die selbst nicht verschuldet sind. Wenn immer so gehandelt worden wäre, viele Finanzkrisen hätte es wohl nicht gegeben. Aber auch die in den Sand gesetzte Megastadt Dubai wäre so nie gebaut worden. Jedes Geschäft, das über eine muslimische Bank läuft, muss von einem islamischen Rechtsgelehrten kontrolliert und zertifiziert werden. Einer von ihnen ist Sheikh Haitham Tamim. Was sind die wichtigsten Werte für eine islamische Bank? Wenn man den Koran liest, dann findet man, dass Gott der Allmächtige Zinsen verboten hat, weil man dadurch andere unterdrückt. Und diese Unterdrückung, das sind die Zinsen in der Finanzwelt. Und wo ist nun der Unterschied? Schulden mit Schulden machen, das ist strikt verboten. Erst in der letzten Finanzkrise habe ich verstanden, wie wichtig es ist, diese Schuldenspirale zu unterbinden. Denn das hemmungslose Verkaufen von Schulden hat uns in die jetzige traumatische und traurige Situation gebracht. Wenn wir uns an die alten Prinzipien gehalten hätten, wäre es nicht zu diesem globalen Finanzkollaps gekommen. Jedenfalls nicht in diesem gigantischen Ausmaß. Ja.
Ruhe in der Jumeirah-Moschee von Dubai. Auch die Bibel kennt ein Zinsverbot. Aber wer liest im Westen noch die alten Schriften? Geld, vor allem schnelles Geld, ist zum Selbstzweck geworden. Das Finanzzentrum von Dubai. Die Architektur demonstriert, man will den alten Geldzentren New York und London Konkurrenz machen. Die islamische Finanzwelt verbindet moderne Wirtschaft mit alter Tradition. Solche ethischen Geldregeln galten aber auch lange bei uns. Vor knapp 200 Jahren schaffte die katholische Kirche das Zinsverbot einfach ab, ohne offizielle Begründung. Es gab immer eine enge Beziehung zwischen Geschäft und Religion. Denn auch die christliche Kirche war lange weltliche Macht. Erinnern wir uns an die Zeiten von Abraham, der Zeit der gemeinsamen Wurzeln von Christen, Juden und Moslems. Damals gab es die gemeinsame Überzeugung, man müsse Zinsen vermeiden oder Wucher, wie es im Alten Testament heißt. Später haben dann Christen und Judentum gesagt, naja, ein bisschen Zinsen sind schon okay, sie dürfen nur nicht zu hoch sein. Und mit der Zeit ging man damit immer lockerer, bis sich das jetzige kapitalistische Modell durchsetzte. Aber ursprünglich haben alle großen Religionen Zinsen im besten Fall verpönt oder strikt verboten. Ich hätte gerne ein Beispiel. Wenn ich ein Auto kaufen möchte, dafür 10.000 Euro brauche und zu Ihrer Bank komme, was passiert dann? Da gibt es ein ganz einfaches Prinzip im islamischen Bankwesen. Die Bank kauft das Auto und verkauft es an Sie weiter. Sagen wir mal, das Auto kostet 10.000 Euro. Ein preiswertes Auto, um es einfacher zu machen. Genau, die Bank kauft es also für 10.000 Euro und verkauft es an Sie weiter für 12.000 Euro. Sie zahlen der Bank dann zum Beispiel 2 Jahre lang 500 Euro im Monat. Die Bank verkauft Ihnen also das Auto für 12.000 Euro. Diese Summe ist festgeschrieben und verändert sich nicht. Anders als beim Kreditkauf. Selbst wenn Sie verspätet zahlen, kommen keine Verzugszinsen dazu. Die Gesamtsumme bleibt immer unverändert. Warum ist Spekulation im islamischen Geldwesen verboten? Niemand darf einen Vertrag machen über ein Geschäft, bei dem unsicher ist, was am Ende herauskommt. Denn solche Verträge führen unweigerlich zu unfairem Verhalten und betrügerischem Verkauf. Deshalb sind solche spekulativen Geschäfte total verboten. Flussfahrt auf dem Dubai Creek durch die Stadt. Das islamische Bankwesen könnte, ernsthaft angewendet, den Spekulationsexzessen Einhalt gebieten. Vielleicht auch eine Alternative für uns in Deutschland? Für das islamische Finanzwesen geht die Sonne erst auf. 270 Milliarden Dollar sind in den letzten Jahren in korankonforme Produkte geflossen. Das Gesamtvermögen der rund 1,4 Milliarden Muslime weltweit wird aber auf 1,8 Billionen Euro geschätzt. Sollte Allah einmal die Welt und ihre Wirtschaft retten? Aber auch Nichtmuslime können in islamkonforme Geldanlagen investieren und die Geldregeln eines ethischen Bankwesens unterstützen. Ja, ethisch vertretbares Banking. Ich fand sogar das einen interessanten Punkt, dass Leute auf der Konferenz gesagt haben, die sind mit diesem Terminus, mit diesem Namen Islamic Banking, islamisches Finanzwesen, gar nicht so glücklich, weil sie Angst haben, dass sie in christlichen Ländern, zum Beispiel uns in Deutschland, damit keinen Erfolg haben können. Und tatsächlich gibt es bereits diese Debatte, das Ganze umzubenennen in ethisches Banking, also ethisch vertretbares Bankwesen. Sag mal, wie läuft's bei dir? Naja, ich stecke im tiefsten Chiemgau.